1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Und wir haben in dieser schönen, warmen, lauen Sommernacht eine freie Themennacht, ein freies Themenangebot für euch. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, die Telefonnummer drauf zu schreiben. So, jetzt bin ich gespannt auf den ersten Anrufer. Der heißt Christian mit K und ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ah, Christian mit K hat aufgelegt. Da haben wir es schon. So, dann versuchen wir es ganz einfach mit Nancy, mit N, 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nancy. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, dass ich total die Zukunftsangst habe. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Wie kommt das? Das liegt daran, ich habe mein Studium jetzt abgebrochen. Was war das für ein Studium? Ich habe Jura studiert. Ja, wie viele Semester? Es wäre jetzt das vierte. Ja. Also ich habe aber im dritten schon aufgehört damit. Ja. Und, also ich bin damit, was heißt nicht klargekommen, aber ich meine, ich hatte seit der fünften Klasse halt den Wunsch, Jura zu studieren und habe dann aber erst seit der fünften Klasse? Wie ja. Wie kann man sich denn in der fünften Klasse wünschen, Jura zu studieren? Ja, gute Frage. Ich denke, es hat doch einen großen Einfluss von meinen Eltern gehabt irgendwo, dass sie immer wollten, dass ich halt was Besonderes werde, weil es stand schon fest, dass ich, also ich habe immer ziemlich gute Zensuren gehabt, dass ich halt mal später aufs Gymnasium gehe, was eigentlich niemand von meinen Eltern geschafft hat oder überhaupt von meiner Familie. Da haben wir's. Da ist das Kind gezüchtet worden, um Karriere zu machen, um gut dazustehen. Ja, wobei, wie gesagt, meine Eltern total einfache Leute waren, ne? Ja, ja. So, und jetzt habe ich halt festgestellt, dass das überhaupt nichts für mich ist und also dass es überhaupt mich nicht im geringsten großartig anspricht, dass ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, vor allen Dingen viele Sachen. Mit dem Gewissen vereinbaren kannst? Ja, also es gibt ja zum Beispiel die Theorien, wie Täter bestraft werden, wie das alles anfängt, das möchte ich einfach nicht später vertreten, das kann ich nicht später vertreten, sagen wir es mal so. Das möchte ich jetzt gar nicht mit dir so vertiefen. Das ist ja ein ganz neues und separates Thema. Ich finde viel interessant, dass du sagst, ich habe erkannt, dass das nichts für mich ist. Dieses Studium Jura ist für mich nichts. Und du hast gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ich habe Zukunftsangst. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Genau. Ich war so am Ende gewesen. Ich habe auch versucht, mir jetzt selber das Leben zu nehmen, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Nee, komm, aber deshalb nicht. Doch, ich hab so einen Druck von meiner Familie, weil sie alle von mir erwarten, dass ich was Besonderes mache, dass ich irgendwo später finanziell gut dastehe, dass ich vielleicht meine Familie irgendwann finanziell unterstützen kann. Ich weiß aber im Moment überhaupt nicht, gerade durch diesen ganzen Druck, der auf mir lastet, was ich überhaupt mit mir machen soll. Okay. Ob ich überhaupt wert bin, noch da zu sein. Ob du noch wert bist, da zu sein? Ja, was ist denn der Sinn? Der Sinn von was? Von deinem Leben? Ja. Ich habe überhaupt keine Richtung, ich habe kein Ziel, nichts. Der Sinn des Lebens ist natürlich eine sehr schwierige Frage, eine sehr philosophische Frage, die letztendlich wahrscheinlich jeder für sich selbst den eigenen Weg suchen muss und seinen für sich richtigen Sinn finden muss. Und da sind wir eigentlich schon bei der Beantwortung deines Problems, den man selbst suchen muss. Und da sind zwei Worte drin, nämlich selbst und suchen. Das fällt nicht vom Himmel. Es gibt so viele Möglichkeiten für jeden Menschen und es ist oftmals ein schwieriges Unterfangen, das zu finden. Und das dauert manchmal sehr lange, bis man das weiß. Ja, aber das Problem ist, ich meine, ich werde ja älter. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie eine Lehre anfangen sollte oder also wenn ich jetzt mich entschließen würde dafür, hätte ich zum ersten Mal das Problem, dass ich denke, dass mich so viele Leute, also dass ich bei vielen schon nicht angenommen werden würde, weil ich ja schon etwas älter bin. Und dann denke ich auch, dass hat mir meine Familie auch zu verstehen gegeben, dass sie das nicht in Ordnung fänden. So, jetzt reden wir mal erstmal über die Familie. Sag mir mal, was dein Vater vom Beruf ist. Mein Vater ist gestorben in der Zwischenzeit. Ja. Der war, oh Gott, also ich komme aus der ehemaligen DDR und er hat bei der LPG gearbeitet und später war er Bauarbeiter. Ja,
Okay. Der hatte ja nicht mal so den Einfluss drauf. Der hat sich zwar mal gewünscht, ja, dass ich später mal was Tolles werde, aber meine Mutter war da, glaube ich, mehr der Auslöser. Und die Mutter lebt noch? Ja, ja. Und die Mutter macht jetzt, und das ist der Hauptteil deiner Familie, macht einen enormen Druck und ist wahrscheinlich grenzenlos enttäuscht, dass du das Studium hast jetzt hingeworfen. Genau. Und da kommen vielleicht auch so Sprüche, wenn das der Papa noch erlebt hätte. Genau. Sowas, ne? Der würde sich ganz schlimm ärgern und wäre verletzt und so weiter. Ja. Weißt du, was ich glaube, Nancy, ohne jetzt die Einzelheiten aus deinem Familienumfeld zu kennen, dass das allergrößte Problem ist, dass du nach dem Bildnis deiner Familie leben willst oder versucht hast zu leben bisher. Und bravo, sage ich nur, bravo, dass du das Studium geschmissen hast. Finde ich klasse, finde ich toll. Weißt du warum? Weil das dein erster Schritt ist zu dir selbst und zu deinem eigenen Leben. Zum ersten Mal hast du dich getraut, zu rebellieren, nämlich gegen die Wünsche anderer Leute, gegen die Wünsche beispielsweise deiner Eltern. Mhm. Und hast gesagt, nee, ist nicht mein Ding. Finde ich schon mal toll, das ist ein erster Schritt. Großer erster Schritt für jemanden, der so in der Kandare der Familienwünsche war. Und warst du ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Wirst du finanziert auch von deiner Mutter? Mm-mm. Nein. Also das ist ja das größte Problem. Ich muss in der Zwischenzeit meine Mutter finanzieren. Mm-hmm. Also es ist... So. Das vorab gesagt, dass ich das schon mal toll finde. Zum Zweiten möchte ich dir sagen, Nancy, du bist erst 21 Jahre alt. Das ist verdammt jung. Das ist wirklich verdammt jung. Dir stehen alle Möglichkeiten der Welt offen. Du hast ein Abitur gemacht. Hast ein gutes Abitur gemacht? Mhm. Ja, siehst du. Du bist sehr gut. Sehr gutes Abitur sogar gemacht. Du bist gesund. Ja. So, zwei ganz wichtige Sachen. Du hast ein gutes Fundament für alles, was du irgendwie mal machen möchtest. Und du bist gesund. Das muss man ja, das darf man ja nicht nebensächlich sehen. Mhm. Ja? Wenn du jetzt auch noch eine schwere Krankheit hättest oder irgendwie da angeschlagen wärst, wäre das ja alles noch ein ganz anderes Thema. So, jetzt hast du, ich sage dir das mal, du hast jetzt mal einfach alle Zeit der Welt, dich zu besinnen und dir zu überlegen, was will ich eigentlich machen? Wohin soll der Weg gehen? Und wenn du jetzt ein Jahr rumbummelst und einfach nur rumjobbst, um dich zu finanzieren, finde ich das auch völlig in Ordnung. Du musst jetzt dir keinen Stress machen. Du hast viele Jahre Stress hinter dir. 15 Jahre Stress hast du hinter dir. Jetzt sei es dir auch gegönnt, einfach mal ein bisschen nachzudenken und zu überlegen, was will ich eigentlich? Das ist meine Frage. Was wäre denn so dein Traum? Wenn du jetzt, vergiss mal alle Familie, alles, was Druck auf dich ausübt. Wenn du für dich alleine so sagen könntest, was du gerne machen würdest. Also ganz ehrlich, ich würde gerne Sonderpädagogik studieren und später mit behinderten Kindern arbeiten. Ja, da haben wir es doch schon. Ist doch ein Weg. Mhm. Weißt du, ich hätte es noch viel schwieriger gefunden, wenn du jetzt gesagt hättest, ich weiß es nicht. Das hätte ich auch nicht schlimm gefunden, aber es wäre schwieriger. Aber du sagst mir jetzt fast auch wie aus der Pistole geschossen, ich weiß sogar, was ich gerne machen möchte. Mhm. Dann mach es. Dann mach es. Es ist doch keine Schande, wenn man einen Weg versucht hat zu gehen, Jura, und man kapiert, das ist nicht mein Ding, man geht einen anderen Weg. Ist doch normal. Ich finde es völlig normal. Mir sind solche Leute lieber wie du, als die so richtig gerade durchgegangen sind. Mit 18 Abitur und dann schon mit 22 oder 23 promoviert. Ich finde das viel wichtiger, wenn die Wege nicht nur gerade sind, sondern wenn sie auch mal schräg sind und verschlungen sind und so weiter. Was auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl, dass ich dadurch total meine Familie enttäusche. Ne? Dann enttäusch sie. Es ist höchste Zeit, dass du sie enttäuschst. Ich finde schon. Es ist vielleicht bitter auch für die Mutter, aber die müssen halt auch verstehen, dass du ein eigenständiger Mensch bist und dass es um dich geht und nicht um deren Ideale, Fantasien. Mhm. Und es geht darum, dass du glücklich bist auf dem Weg, den du beruflich oder überhaupt gehst. Und wenn du was Ordentliches hinlegst als Sonderschulpädagogin oder als Sonderpädagogin, was auch immer, in welchem Bereich du arbeitest, ist das doch auch ein toller Erfolg. Du musst auch keine Juristin sein. Mhm. Das ist doch gesellschaftlicher Quark, dass nun ein Jurist mehr angesehen ist als eine gute Sonderschulpädagogin. Das ist doch Unsinn. Mhm. Ja. Enttäusch die. Nur zu. Du hast sie ja jetzt schon richtig enttäuscht. Nämlich, indem du das Studium geworfen hast. Ja, auf alle Fälle. Weiter so erstmal. Du sagst immer, die Familie, wer ist denn dann noch? Na, meine Tante und meine Großeltern. Ah ja. Mhm. Die sind halt so die Drücker irgendwo. Ja. Da musst du halt auch den Mut fassen, denen das mal so klar ins Gesicht zu sagen. Hier Leute, passt mal auf, ihr wollt mein Glück, aber lasst mich mal bitte selbst entscheiden, was mein Glück ist. Ich liege nicht auf der faulen Haut, aber ich will mein eigenes Ding gehen. Und respektiert das bitte. Wenn das nicht respektiert, dann werde ich halt ein bisschen mich zurückziehen aus eurer Umgebung, eurer Welt. Ja, aber diesen Mut, den aufzubringen, das denen zu sagen, weil es sind für mich alles Respektpersonen. Klar. Das ist... Klar. Aber musst du ran. Bleibt ja gar keine andere Wahl. Ich sag's nochmal, du hast schon einen großen Schritt unternommen, der dir wahrscheinlich sehr schwer gefallen ist, ne? Ja. Das glaube ich.
Das glaube ich wirklich, ja. Also ich habe auch extrem lange überlegt, ob das das Richtige ist und ob ich nicht doch lieber durchziehen soll. Und egal, was ich dazu denke, Hauptsache ich enttäusche niemanden. Ich habe in meinem Freundeskreis zweimal solche Fälle erlebt. Einmal sollte der Junge eine große diplomatische Laufbahn einschlagen. Und der Junge wollte es aber nicht und hat sich wirklich triezen lassen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ist auf super tolle Schulen gegangen, bis er irgendwann auch gesagt hat, nein, es ist nicht mein Ding. Und hat dann ein Handwerk gelernt und ist heute ein glücklicher Mann. Ist heute ein glücklicher Mann. Und die andere Geschichte will ich mal nicht erzählen, weil das so wiedererkennbar ist. Mhm. Also Nancy, enttäusche mal weiter. Gehe deinen Weg. Mache ich. Und wenn du dich eine Weile jetzt ausruhen willst, erstmal, solange du dich selbst finanzierst, hast du das Recht dazu auch. Danke. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, hier ist nochmal unser Christian mit K. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt an der Strippe. Guten Morgen. Genau. Guten Morgen, Domian. Ist das wirklich mit K? Das ist mein zweiter Vorname mit K, genau. Christian. Meine Eltern waren da ein bisschen kreativer als andere mit CH. Super kreativ. Und vorhin war das, ich glaube, irgend so ein Leitungsmonster. Ja, aber das haben wir ja nun im Griff. Und ich freue mich, dass du da bist. Und bin gespannt auf das Thema, über was wir uns unterhalten wollen. Ja, ich habe meinen Vornamen geändert, weil mein Vorname ist ein bisschen ungewöhnlich und da müsste gleich jemand, worum es geht. Und ach so, das ist nur eine Fantasie jetzt mit dem Christian, oder wie? Nein, das ist mein zweiter Vorname im Pass. Ach so, verstehe. Mein erster Vorname ist eben so ungewöhnlich, dass ich den jetzt nicht sagen will, weil sonst die andere Person vielleicht da geschädigt wird dadurch, was ich jetzt erzähle. Das wollen wir nicht. Nee. Also, es geht darum, dass mein bester heterosexueller Freund, daran erkennst du, ich bin auch auf dem anderen Ufer, mir vor einer Woche das Angebot gemacht hat, ich soll doch mit ihm und seiner Freundin ins Bett gehen. Mhm. Und für mich ist das Problem auf der einen Seite, er ist mein bester Freund und ich möchte nicht Sex mit Freundschaft mischen. Mhm. Und mit einem Mädchen, naja, sie ist erst 15, könnte ich jetzt auch nichts anfangen auf den ersten. Ich hatte noch nie was mit Mädchen, also bisher nur mit Jungs oder besser gesagt mit zwei. Und dann ist sie auch noch so jung? Dann ist sie auch noch so jung, aber auf der anderen Seite, du kennst wahrscheinlich auch die Vorteile von Männern, schöner Bauch, schöne Oberarme, hat er alles zu bieten, also sexuell sehr reizvoll. Mhm. Und jetzt stehe ich vor der Entscheidung, soll ich mich jetzt dafür entscheiden oder dagegen? Und ich bin da echt ratlos. Sag mal, Christian, wie alt ist denn dein bester Freund in deinem Alter? Der ist auch 19. Der ist auch 19. Hat mir das Abitur gemacht. Ah ja. Wie kommt denn dieser Wunsch von ihm? Hat dich das erstaunt, überrascht? Nicht ganz. Also das Ganze hat ja davon begonnen. Ich habe nach der 10. Klasse bin ich auf eine andere Schule gewechselt, von so einem privaten allsprachlichen Gymnasium, wo man noch Latein als erste Fremdsprache hat und aufstehen und morgens beten, hier runter zu mir in den Ort. Und da waren wir eigentlich von Anfang an gut befreundet und in der 12, Anfang der 12 hatte ich dann mein Coming Out unter meinen Freunden und auch in der Stufe. Und es lief eigentlich auch alles ganz glatt und die haben mich so akzeptiert, wie ich bin, weil ich trage keine Handtäschchen und auch keinen Puder. Das soll jedem sein eigen sein, aber du bist ja auch keiner, der jetzt unbedingt auf der Straße sofort als das zu erkennen ist. Ja. Und deswegen war das recht locker. Und mit ihm hatte ich dann eigentlich immer ein lockeres Verhältnis. Wir haben immer über Sexualität gesprochen. Ich habe über meine erzählt, er über seine. Und ich habe ihn auch mal den Nacken gestreichelt und so etwas. Und er war eigentlich immer sehr interessiert eigentlich an homosexuellen Sex. Meinst du denn, dass jetzt hinter diesem Angebot auch so eine leichte Neugierde bei ihm steckt? Ja, auch so ein bisschen Schulensex mal zu erleben, aber quasi abgesichert mit und durch eine Frau? Ja, ich glaube auch. Sowas. Also wir haben schon mal an einem Nachmittag uns irgendwie bei ihm oben getroffen und auf einmal habe ich seinen Bauch gestreichelt und sowas. Oh Gott, wie peinlich, aber solche Sachen eben. Und das hat ihm auch nichts ausgemacht. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt nicht nur die Einladung zu einem, ich sag mal, traditionellen Dreier, wo zwei Männer sich mit einer Frau vergnügen, sondern es sollte dann schon so eine richtige Dreiergeschichte werden, wo auch die beiden Jungs irgendwie ein bisschen was miteinander machen. Genau. So, also seine Freundin zum Beispiel, was er mir gesagt hat, was mich super erstaunt hat, seine Freundin ist auch sehr interessiert daran, die wusste das auch gleich von Anfang an und die möchte eben, jetzt lach bitte nicht, aber stimmt wirklich, die möchte sehen, dass er mir einen bläst. Mhm. Ja, das sehen viele Frauen gerne. Glaubst du? Ja, das ist so, klar. Ja, das ist so. So wie die also, Männer. Wenn ich in meinen Freundeskreis reinhöre, bei den Mädels, die ekeln sich eher vor. Ja, das sagen die jetzt so. Ja, es gibt solche und solche. Es ist genauso ein Phänomen wie, dass halt sehr viele heterosexuelle Männer sich Lesbenpornos gerne angucken. Ja, genau. So ist das bei den Mädels ganz genauso. Ich hatte meine Freundin, die musste ich immer mit den Schwulen-Diskos schleifen.
Die war völlig weg, in der Schwulendisco zu sein. Dann sagte ich, was willst du in der Schwulendisco? Ja, das ist so eine latente, erotische Atmosphäre, sagte sie mir. Das kann ich mir schon vorstellen. So, Christian, ich finde, du hast etwas ganz Entscheidendes gerade am Anfang gesagt, woraus mir die Bewertung jetzt ganz leicht fällt von dem, was du sagst. Du hast gesagt, ich möchte eigentlich nicht Freundschaft mit Sex vermischen. Das ist mein guter Freund und eigentlich genügt, in Anführungszeichen, mir das auch. So, dann hast du gesagt, eigentlich, dann ist das Mädel erst 15 Jahre alt und du sagst, ich habe eigentlich auch keinen so Bock auf eine Frau, zumindest im Moment nicht. Ja, aber die Sache ist halt, er ist halt sexuell sehr reizvoll und bei mir steht auch so eine Angst mit drin, weil ich bisher, wie gesagt, erst zweimal mit Männern was, einmal mit dem Homosexuellen, einmal mit dem Heterosexuellen oder öffentlich Heterosexuellen was und ich würde halt gerne auch mit ihm. Also ein innerer Wunsch ist schon da. Mhm. Irgendwie. Ja, aber die ganze Sache ist ja schon ein bisschen heikel. Ne? Heikel insofern, weil du Bedenken hast. Heikel finde ich es aber auch, weil das Mädel noch so jung ist. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Ja, nee, also von seiner Freundin aus, die Eltern, die sind da einverstanden, dass die eine Beziehung haben. Also da ist jetzt nicht die Gefahr zwischen den beiden. Nee, aber jetzt, wenn du auch nur damit da reinkommst und so weiter. Ich meine, einen tollen jungen Mann mit einem Waschbrettbauch, wenn du draufstehst, findest du in der Schwulenszene zu Genüge. Findest du zu Genüge. Und die Gefahr, dass vielleicht dadurch, wenn das irgendwie doch nicht so läuft, wie es vielleicht laufen könnte, dass dann eure Freundschaft, an der dir ja viel gelegen ist, dass die da gestört oder irritiert ist, würde ich nicht in Kauf nehmen, nur aufgrund eines, ich sag mal, eines latenten Geilheitsgefühls. Ja. Ne? Das ist ja, letztendlich ist es das ja. Na, das stimmt schon. So, und wenn ihr vielleicht irgendwann später doch mal auch, dann ist es ja auch gut, aber du würdest ja letztendlich, wenn du entscheiden könntest, am liebsten mit ihm alleine, ne? Natürlich. Ja, siehst du, das ist da ist schon der faule Kompromiss. Das heißt, dann wird das Mädel auch nur benutzt irgendwie, um das dann zu bewerkstelligen. Wenn er Bock auf Sex hat irgendwann mal mit einem Mann oder mit dir, dann macht ihr beiden das alleine und dann ist es okay. Aber so ist das, finde ich, zu gewurstelt alles. Mhm. Wobei grundsätzlich aber noch zu überlegen ist, ob du es überhaupt tun solltest. Wegen der Freundschaft. Ja, vielleicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sexuelle Verbindungen auch mit heterosexuellen Freunden, dass das durchaus funktioniert und das muss die Freundschaft nicht zerstören. Aber es kann sie zerstören. Das muss man immer wieder mit bedenken. So wie bei Brigitte Lemle, ne? Ja, genau. Im Grundtenor würde ich sagen, lass die Finger davon. Lass sie erstmal davon. Warte mal. Wann ist denn eigentlich dieser Vorschlag von ihm gekommen? Das war jetzt, wie gesagt, vor einer Woche. Ach, vor einer Woche. Ganz er war bei mir zu Besuch, wir haben so CD gehört und auf einmal fängt er an, meinen Rücken zu massieren und dann erzählt er mir so, ja, ich möchte, meine Freundin hat mir vorgeschlagen, mit dir ein Dreier, aber nur mit der Freundin natürlich. Der Feigling. Ja, irgendwo schon. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen feige von ihm, ja. Nee, mach mal. Geh mal einen Schritt. Wenn er nur mit ihm alleine. Ja, irgendwann mal, ja, wenn er vielleicht auch keine Freundin mehr hat und wenn es dann mal so sein soll. Ich würde mich zurückziehen. Also nicht zurückziehen, sondern zurückhalten, was diesen Punkt anbelangt. Mhm, werde ich ihm sagen. Lieber Christian mit K, alles Gute. Ich wünsche noch eine schöne Nacht. Ja, danke, dir auch. Alles Gute, bis dann. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 5051. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt das Thema in der Zwickmühle. Eigentlich hätte Christian mit K auch anrufen können morgen in der Zwickmühle, denn das war ja irgendwie eine Zwickmühle für ihn. Aber es gibt ja noch viel gravierender. Also seid ihr vielleicht im Moment in einer Situation, wo ihr irgendwie nicht wisst, was ihr tun sollt, in dem Sinn, dass ihr sagt, mache ich das, passiert das und wenn ich das mache, passiert das andere wiederum auch. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Es ist wirklich eine Zwickmühle. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und wir sind im Fernsehen morgen erst um 12:15 und im Radio fangen wir aber schon pünktlich um 1 Uhr an. Heute Nacht, freie Themennacht, 0800 220 5050. Jasmin ist da und Jasmin ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jasmin. Und zwar geht es darum, dass ich mir am Überlegen bin, mit meiner leiblichen Mutter Kontakt aufzunehmen. Du hast sie noch nie irgendwie kennengelernt? Doch, ich hatte als Kind mit ihr Kontakt, so sporadisch irgendwie. Und wie alt warst du da? Bei der Geburt von meinem Sohn stand sie dann plötzlich im Krankenhaus bei mir. Ach so. Mhm. Ach so. Wieso bist du eigentlich nicht bei der leiblichen Mutter aufgewachsen? Sie war 17, wo sie mich bekommen hatte und kam damit irgendwie auch nicht so ganz klar. Und mein Vater war auch nicht irgendwie der beste Mann, keine Ahnung. Mhm. Und dann kam ich halt zu Pflegeeltern, wo ich
seit 22 Jahren jetzt bin. Ist das gut bei den Pflegeeltern? Ah, meine Mama ist meine beste Freundin, meine Pflegemama. Die nennst du auch Mama? Ja. So, wieso kam denn jetzt deine leibliche Mutter plötzlich da zu dir, als du das Kind bekommen hast? Die hatte irgendwie durch tausend Ecken erfahren, dass ich schwanger bin und auch wann ich ungefähr das Kind bekomme. Und hat dann in der Zeit alle Krankenhäuser bei uns in der Gegend abgerufen. Jasmin, ich muss Sie mir unterbrechen. Ich kriege einen Hinweis aus meiner Regie, dass du das Radio oder den Fernseher noch anhast oder laut hast. Nee, habe ich nicht. Hast du ihn eher? Ich höre es eigentlich auch nicht. Ich wundere mich über den Hinweis. Mhm. Machen wir einfach mal weiter. Ja. Ja. Und hat halt alle Krankenhäuser abgerufen, bis sie halt herausgefunden hat, in welchem ich lag. Ja. Kam dann dorthin. Und da, das habe ich jetzt gar nicht verstanden, war das Kind da schon da? Ja, da war mein Sohn schon da. Da ist der Sohn schon da. Also war der 2 Tage alt. So, und dann kam sie zu dir in das Zimmer. Mhm. Kanntest du sie überhaupt vom Ansehen? Ja, also ich wusste schon, wer das dann ist. Aber wieso, wenn du sie so lange nicht gesehen hattest? Das erkennst du. Ich hatte ja ein Foto von ihr und ich wusste auch, sie ist ja HIV-krank inzwischen. Mhm. Und ich wusste schon, wie sie aussieht. Aber das ist doch dann eher ein positiv oder negativ, weiß ich nicht, aber irgendwie ein Schock, ne? Wenn da plötzlich dann. Ja, das glaube ich. Also ich habe meinen Sohn genommen und bin ins Stillzimmer gegangen, wo sie halt nicht rein konnte. Ach, du hast gar nicht mit ihr sprechen wollen. Mm-mm. Warum nicht? Weil sie so ankam, ja, mein Enkel und meine Tochter. Mhm. Und ich denke, sie hat so viel falsch gemacht. Sie hat mich, wo ich sie damals gesehen hatte mit 10 Jahren, hat sie mich mit zum Bahnhof genommen, Drogen kaufen und so Geschichten. Ach so. Mhm. Und das waren halt nicht so tolle Geschichten. Und wenn dann irgendjemand ankommt und sagt, ich bin deine Mama und ich bin jetzt die tolle Oma, ist das für mich halt nicht so schön. Also du bist von der leiblichen Mutter sehr enttäuscht. Auf jeden Fall. Du warst 10 Jahre, als du sie dann gesehen hast damals? Mhm. War das einmal? Nee, das war damals öfters. Ach so. Aber also meine Pflegemutter hat halt immer versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil sie meinte, es ist ja meine Familie. Mhm. Aber... Und sie ist mit dir zum Bahnhof gegangen und hat Drogen gekauft? Und das hast du gesehen? Ja. Mhm. Ich weiß auch noch, dass der Dealer damals zu ihr sagte, ja, weil du deine hübsche kleine Tochter dabei hast, kriegst du noch ein Löffelchen mehr. Mhm. Also diesen Spruch werde ich nie in meinem Leben vergessen. Hast du das deiner Pflegemutter erzählt? Ja. Ja. Und dann haben die irgendwann einen Riegel davor geschoben und haben gesagt, nicht mehr. Mhm. Also die haben den Riegel davor geschoben, als ich dann gesagt habe, von alleine, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wieso möchtest du denn jetzt wieder Kontakt aufnehmen zu deiner leiblichen Mutter? Ich habe jetzt seit einem Jahr mit meiner leiblichen Tante circa Kontakt. Mhm. Sie ist jetzt auch Patentante von meinem Sohn geworden. Mhm. Und dadurch weiß ich halt auch, dass es meiner Mutter nicht sehr gut geht. Und bin halt am Überlegen, ob, falls sie stirbt, ob ich dann später irgendwie so mir Vorwürfe mache, dass ich nicht nochmal da war. Das heißt, ihr geht es so schlecht? Ist sie so schwer krank oder was ist los? Ja, sie hat HIV, also sie hat AIDS. Also ausgebrochen schon? Ja. Mhm. Also sie trägt den Virus, hat den jetzt 18 Jahre in sich getragen und er muss jetzt ausgebrochen sein, richtig? Und liegt im Moment wirklich schwer krank irgendwo? Mhm. Also ihr muss sehr schlecht gehen auf jeden Fall. Mhm. Also meine Tante will mir halt auch nicht so viel erzählen, solange ich sie nicht drauf anspreche. Und ich habe halt auch so ein bisschen Hemmungen, dann so da drauf anzusprechen. Also weißt du, Jasmin, ich glaube, unter diesen Umständen ist es gut, wenn du Kontakt zu ihr aufnimmst und wenn du sie besuchst. Vielleicht will sie dir irgendetwas noch sagen. Vielleicht möchtest du etwas zu ihr sagen, wenn vielleicht auch in dieser Situation jetzt nichts Vorwurfsvolles, aber... ich finde die Überlegung sehr richtig, sich zu sagen, vielleicht stirbt sie und dann hat man gar keine Chance mehr genutzt, irgendetwas zu erfahren, vielleicht auch noch von ihr. Das ist ja auch das, was ich denke. Ich meine, aber auf der anderen Seite sehe ich dann halt die Frau, die mein Vater damals mit HIV angesteckt hatte, der auch ziemlich schnell daran gestorben ist. Also ich muss irgendwie, das sind halt alles so, was ich halt dann immer mal kurz erfahren habe, dass sie ihm die Spritze gegeben hat, obwohl sie wusste, dass sie HIV hat. Und daran ist er dann halt sehr schnell gestorben. Also du siehst diese Frau mit sehr viel Schuld beladen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Dennoch, wenn du zu ihr an ihr Krankenbett gehst, vielleicht wird sie dir etwas sagen, was für dich wiederum auch aufschlussreich ist. Das weiß ich halt nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich überlege gerade, was kann Schlechtes für dich dabei rumkommen, wenn du das machst.
Ja, ich denke mir halt so auf der einen Seite, guck mal, ich habe jetzt, ich bin alleinerziehend, ich bin in der Ausbildung, weißt du, habe gerade so mein Leben aufgebaut. Mhm. Und ich weiß halt auch immer, dass es mir sehr schlecht ging, wenn ich irgendwie was von ihr gehört hatte oder wenn ich Kontakt mit ihr hatte. Ich meine, mir kommen jetzt schon wieder die Tränen, wenn ich darüber nachdenke, geht es mir einfach nur schlecht. Und ich habe halt einfach die Angst, dass es dann mir danach sehr schlecht gehen wird. Aber man sollte vielleicht auch den Fall dann so weiter durchdenken. Wie wird es dir gehen, wenn du irgendwann die Todesnachricht erhältst? Dann gibt es nie mehr eine Möglichkeit, etwas zu fragen, etwas zu sagen. Vielleicht kannst du ihr sogar jetzt, wenn sie noch nicht so ganz schwer erkrankt ist, ich finde, dass man auch das tun kann, dass du ihr das alles mal sagst, was du so schlimm findest. Vielleicht kann man ihr so die Chance auch noch geben, zumindest sich zu entschuldigen. Also ich würde fast, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass es für dich sehr, sehr, sehr schwer ist, auch den Gang dorthin an das Krankenbett. Aber letztendlich sagt mir so meine Intuition, dass du eigentlich nur davon gewinnen kannst. Ja, ich weiß es nicht. Es belastet mich halt schon ziemlich Weil du wirst ja wahrscheinlich, du bist so jung, du bist 23. Wie alt ist deine Mutter? 40. Wenn sie jetzt stirbt, wirst du ewig, jahrzehntelang, wirst du darüber nachdenken, hätte ich es tun sollen, hätte ich es nicht tun sollen. Gehst du aber hin, glaube ich nicht, dass du hinterher sagen wirst, nee, wäre ich doch bloß nicht dahin gegangen. Und weißt du, und wenn du jetzt nochmal bestätigt bekommst, dass es eine schlechte Frau ist, selbst das ist ja eine wichtige Information für dich. Es kann ja sein, dass sie dir jetzt immer noch fürchterlich rüberkommt, aber dann weißt du es wirklich. Ja, aber ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch schon mal jemanden gesehen hast sterben, der so krank war. Und ich hatte meinen Vater damals einmal gesehen, das war so 2 Monate bevor er gestorben ist. Und ich weiß halt auch, dass er sehr schlimm aussah. Also der hat Kinderkleider angehabt im Ende des Stadions. Du bist nicht ganz exakt informiert, wie schwer sie im Moment liegt. Das weißt du nicht. Das könntest du ja vielleicht vorher mal rausbekommen. Vielleicht ist es ja noch nicht so ganz schlimm. Ja, bei mir sagt so mein Gefühl auch. Also ich hatte es damals auch bei meinem Vater gespürt. Da saß ich irgendwie in der Schule damals, da war ich 13, musste anfangen zu weinen. Bin nach Hause gekommen, habe zu meiner Mutter gesagt, er ist tot. Und wusste das irgendwie. Und ich habe auch hier diesmal das Gefühl, irgendwie. Jasmin, das ist natürlich eine sehr schwierige Problematik. Und letztendlich kann kein Mensch dir sagen, du sollst, geh dahin oder geh nicht dahin. Du kannst ja nur so eine Einschätzung von anderen Leuten hören. Ich sage dir so meine Einschätzung, deine Pflegemutter wird eine Einschätzung sagen, dein Pflegevater. Und aus all diesen Meinungen bildet man dann für sich irgendwie ein Urteil oder kommt zu einem Ergebnis. Ich glaube, ich würde hingehen, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich würde hingehen. Ja. Was sagt denn deine Pflegemutter? Also sie weiß halt, wie es mir immer ging, wenn ich Kontakt mit ihr hatte, dass es mich physisch so sehr runtergerissen hat, dass ich gar nichts mehr gemacht habe. Und sie halt jetzt froh ist, dass sie mich halt so weit wieder aufgebaut haben, dass ich meine Ausbildung mache, dass ich das erste Lehrjahr rum habe, dass ich mit meinem Kind super klarkomme. Und die haben halt dann die Befürchtung, alle beide oder meine ganze Familie, meine Geschwister auch, dass es mich so sehr runterreißt, dass sie mich dann wieder da rausholen müssen. Siehst du, das kann oder konnte ich gerade nicht einschätzen, dass sich das so ungeheuer runtergerissen hat, dass das sein ganzes Leben irgendwie durcheinander gebracht hat. So habe ich es gerade nicht aufgefasst. Das ist natürlich schon auch ein Argument, ja. Aber wenn ich es recht verstanden habe, war das letzte Mal ja, als sie in der Klinik war. Ne? Also, auf der Basis der Informationen, die ich jetzt habe, sage ich immer noch irgendwie in mir, sagt es, ja, geh hin. Geh an das Sterbebett. Ich möchte aber auch noch, dass du auch eine ganz andere Einschätzung hörst, nämlich die von meinem Psychologen, der es vielleicht auch noch viel von der fachlichen Seite aus sieht und kannst du ihm vielleicht auch erzählen, was das letzte Mal alles so mit dir vorgegangen ist, als du sie gesehen hast. Vielleicht kann er das dann auch noch anders beurteilen und sagt dir auch eine Meinung und dann musst du dich entscheiden. Ja. Alles Gute, Jasmin. Danke. Du legst bitte auf und Johannes, so heißt mein Psychologe, ruft dich gleich an. Okay. Tschüss. Danke, tschüss.
0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Morgen heißt unser Thema in der Zwickmühle. Wenn ihr euch in der Zwickmühle befindet oder das Gefühl habt, in einer Zwickmühle zu sein, nicht zu wissen, was das Richtige ist, was man tun soll. Ja, die Jasmin ist letztendlich auch in einer Zwickmühle, in einer ganz großen Zwickmühle sogar. Dann können wir morgen uns auch darüber unterhalten. Themenschwerpunkt morgen in der Zwickmühle. Hilde, 49 Jahre, ist jetzt hier. Hallo. Ja, hallo. Hallo Hilde. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, ich habe Diabetes und ich muss Mittwoch ins Krankenhaus und mir soll Donnerstag der Fuß abgenommen werden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Hast du denn schon haben denn viele Ärzte etwas dazu gesagt oder nur einer oder dieses behandelnde Krankenhaus? Ich war vor 2 Wochen in Werne im Krankenhaus. Mhm. Da sollten eine Bandscheiben operiert werden. Mhm. Und da die Zehen aber am linken Fuß ganz schwarz sind und keine Durchblutung, haben die von der Operation abgeraten und war ich jetzt 2-mal schon in Lünen im Krankenhaus. Mhm. Und die Ärzte haben mir dazu geraten. Mhm. Weil eine Infektion schon in den Beinen ist und dann müssen sie wahrscheinlich noch mehr abnehmen als den Fuß. Mhm. Aber jetzt es reicht schon nicht mehr aus, nur die Zehen zu amputieren, sondern den ganzen Fuß. Ja. Gibt es denn irgendeinen Arzt, der zu dir gesagt hat, nee, das kann man auch noch irgendwie anders lösen? Ja, die wollen wohl mit Ultraschall oder mit Kontrastmitteln noch sehen, was vielleicht noch zu retten ist. Aber in Werne hat mir ein Gefäßchirurg gesagt, also da ist nichts mehr zu machen. Mhm. Er würde raten, also sogar bis unterm Knie. Mhm. Und das ist ja dann schon sehr ernst zu nehmen, wenn das offensichtlich mehrere Ärzte das schon gesagt haben. Und wenn du sagst, die Zehen sind ganz schwarz. Ja. Das sind unheimliche Schmerzen, die ich kaum aushalten kann. Du hast Schmerzen, das heißt, das angrenzende, gesunde Gewebe verseucht auch immer mehr. Ja. Und die Gefahr besteht, ich meine, ich bin überhaupt kein Mediziner, aber das sagt der gesunde Menschenverstand ja auch, dass die Gefahr wahrscheinlich dann immer noch größer wird. Aber man hat natürlich Angst vor so einem Eingriff. Das ist natürlich ein ungeheurer Eingriff, wenn der Fuß abgenommen wird. Ich habe das schon mitgemacht vor 7 Jahren bei meiner Mutter und das ist bei ihr bis in den Nieren hineingegangen und sie ist auch daran gestorben dann. Das ist bis in die Gehirnwände eingegangen? Wie meinst du das? Nein, mit den Nieren. Die Infektion ist bis in den Nieren. Ach, Nierenwände. Mhm. Ja. Ach so, sie hat sich nicht amputieren lassen und dadurch ist die Infektion weitergegangen. Doch, die haben... Amputiert und trotzdem ist es weitergegangen. Trotzdem, ja, war zu spät. Haben denn die Ärzte zu dir gesagt, wenn man das jetzt macht, haben sie eine gute Chance, normal weiterzuleben? Nein, das konnten sie mir nicht sagen. Also erst nach dieser Untersuchung, die am Mittwoch noch stattfindet. Ja. Und wenn, dann ist Donnerstag die Operation geplant? Am Donnerstag, ja. Ich sag ganz ehrlich, ich bin einfach fix und fertig und ich spiele auch schon mit dem Gedanken, Schluss zu machen. Hast du Familie? Ich bin geschieden, habe wohl eine Tochter, die lebt in Spanien. Und war unten verheiratet und... Du bist eigentlich ziemlich alleine? Ja. Ja. Und hast auch noch keinen gehabt, mit dem du das immer so richtig hast besprechen können und beraten können? Nein, ich habe auch noch einen Stiefvater, der ist 73, aber... Der macht mir auch schon, seit meine Mutter tot ist, so fertig, dass er sich auch immer umbringen will. Und Und bist du noch berufstätig? Nein, ich bekomme eben aufgrund anderer Krankheiten auch noch durch den Diabetes Unterhalt. Also die Frage ist ja immer, Hilde, wenn man sich überlegt, so einen schwerwiegenden Eingriff zu machen, kann ich trotz der Schwere des Eingriffs mir vielleicht doch noch wieder dann ein Stück Lebensqualität erschließen daraus. Das könnte ja sein. Ja, das frage ich mich auch. Wie kann ich laufen? Das könnte ja sein. Es gibt ja heute so irrsinnige Methoden in Reha-Kliniken, auch nach Amputationen, dass die Leute sich gut behelfen können und dass man das trainiert und dann kommt eine Prothese und weiß ich was, wo die Leute 80, 90, 100 Jahre alt werden mit solchen Konstruktionen.
Ich würde nicht so leichtfertig jetzt über den Gedanken nachdenken, mein Leben wegzuwerfen. Ich möchte es nicht runterreden, bitte verstehe mich nicht falsch. Das ist ein schwerer Eingriff, den du da vor dir hast. Und jeder von uns hat Respekt bei dem Gedanken, der Fuß soll amputiert werden. Aber manchmal gibt es vielleicht keine andere Lösung. Und vielleicht denkst du in einem Jahr, in zwei Jahren, mein Gott, gut, dass ich es damals gemacht habe. Ich lebe zwar jetzt nicht mehr so wie vorher, aber ich habe ein anderes und vielleicht doch sogar besseres Leben. Du hast die Schmerzen los, du hast die Gefahr der Infektion, wollen wir hoffen, ist gebannt. Ja, ich habe auch befürchtet, dass mein Bekannter, also mein Freund, den ich auch schon seit fast 7 Jahren kenne, sich dann von mir los... Aha, es gibt noch einen Freund, eine Beziehung. Ja, Beziehung, wir haben jeder eine eigene Wohnung und... Ja, aber immerhin, das ist eine... Ja, hast du dich denn mit ihm, ich habe ja gerade gefragt, ob du dich noch mit keinem gesprochen hast, dann hast du gesagt nein, also mit ihm auch nicht. Nein, so in dem Sinne nicht, er zieht sich mehr zurück. Ich habe das Gefühl, dass er damit gar nicht fertig wird. Ja. Aber du hast ihn noch nie gefragt. Da sind zwei erwachsene Menschen, die sich anschweigen. Mhm. Ist auch schon ein bisschen schlimm, ne? Eigentlich. Eigentlich könntest du ja sagen, hier Mensch, du bist mein Freund. Das ist jetzt eine der ganz schwierigsten Entscheidungen meines Lebens oder der letzten Zeit. Lass uns gemeinsam darüber reden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, er hat sich zurückgezogen. Schon seit 2 Jahren wohnt er in einer Stadt auch. Ach so, ihr seht euch gar nicht so oft. Nein. Ach so, also ist es gar keine intakte Beziehung mehr? Nein, eigentlich nicht mehr so. Ja, dann, Hilde, dann würde ich auf ihn auch keine Rücksicht nehmen, ob es ihm gefällt oder nicht gefällt. Wenn der Mann dich liebt, liebt er dich auch ohne Fuß, ganz platt ausgedrückt, weißt du? Mhm. Wenn er dich nicht liebt, dann ist es egal, wie du, was mit dir geschieht. Jetzt geht es darum, dass du für dich die richtige Entscheidung fällst. Wenn du es nicht machen lässt, so wie du es jetzt gerade erzählt hast, hört es sich wirklich sehr dramatisch an, dass du noch viel kranker wirst. Ja. Und du vielleicht den ganzen Unterschenkel verlieren wirst, was noch schwieriger dann wird. Ja, stimmt. Aber ich kriege den Gedanken hier aus dem Kopf, mir was anzutun. Hm. Aus Verzweiflung, weil das so ein schwerer Eingriff ist. Ja. Mhm. Und die, was ich gerade sagte, so die Tatsache, dass es so viele Mittel heutzutage gibt, eben auch in den Reha-Kliniken, dass die Leute sich daran gewöhnen und dass sie eigentlich wieder ganz normal hinterleben können, dass es kein Stigma ist jetzt für das ganze Leben. Tröstet dich das nicht ein bisschen? Macht dich das nicht ein bisschen hoffnungsvoll? Ja, teils, aber es zieht mich trotzdem immer wieder runter. Meint, es geht, aber dann schaffe ich es wieder nicht. Ja. Also ich glaube, also erstmal glaube ich, Hilde, aufgrund der Dinge, die du mir erzählt hast, ich möchte sehr vorsichtig sein, aber ich glaube, dass es dann doch die richtige Lösung ist, es machen zu lassen. Sage ja, ich jetzt mal. Meinte meine Tochter auch. Ja, so. Und das Zweite ist, wenn du dich dazu entscheiden solltest, aber ich glaube ja auch, dass das darauf hinausläuft, dass du dir dann ganz einfach mal so Pläne machst und sagst, Mensch, wenn ich das jetzt für mich durchstehe, dann nehme ich mir vor, das und das und das dann im Herbst zu machen und das Weihnachten zu machen oder im Winter, dass du einfach so ein paar Ziele hast, dass du einfach ein bisschen so Anhaltspunkte in deinem Leben hast, für die es sich dann auch lohnt, vielleicht zu leben. Ja, ich hatte eigentlich schon seit 2 Jahren vor, zu meiner Tochter zu ziehen. So, würde sie das denn gerne wollen? Ja. Ja, das heißt, das Verhältnis zwischen dir und der Tochter ist eigentlich gut. Ja. Es ist nur traurig, dass ihr so weit auseinander wohnt. Ja, stimmt. Ich habe sie seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, und sie würde, sie ist damit auch einverstanden, wenn du dann nach Spanien ziehen würdest. Ja, sie haben da unten ein Haus und... Ja, aber Hilde, das ist doch ein großes Ziel, für das es sich lohnt, wirklich auch vielleicht sehr viel Schmerzen und Qualen und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Das wäre ja dann nochmal eigentlich ein ganz neuer Lebensabschnitt für dich. Weg aus Deutschland. Mit all den Erinnerungen vielleicht, die dich auch in deiner Umgebung plagen. Nach Spanien. Das Wetter ist schöner. Du bist bei deiner Tochter. Das ist doch eine Perspektive, auch worauf man sich so darauf freuen könnte. Wo du auch, du bist ja noch eine junge Frau, Mensch. Du bist ja 49 erst. Wo du nochmal richtig neu anfangen könntest. Ja, eigentlich hatte ich das auch vorgehabt, mit 50 nochmal ganz neu anzufangen. Siehste. So, jetzt kommt das mit dem Fuß dazwischen, das ist ganz schlimm. Ja. Aber verdammt nochmal, das darf einen aber noch nicht ganz umhauen. Nicht so umhauen, dass du dir das Leben nimmst. Sondern die Augen zu und durch, dann richtige gute Reha-Klinik danach und dann alles einfädeln, dass du nach Spanien gehst. Ich finde, dafür lohnt sich das.
und jetzt sich nicht hängen zu lassen. Mhm. Denn das ist ja doch Freude, die du dann auch erleben würdest und Lebensfreude und Lebensqualität. Ja, meine Tochter ruft auch schon jeden Tag an. Und ja. Ich möchte dich sehr ermutigen, das zu machen, Hilde. Und ermutigen, auch so die Seele dann immer wieder so, der Seele so ein bisschen in den Hintern zu treten, sage ich mal so salopp. Sich nicht so hängen zu lassen in der Traurigkeit. Ich weiß, das ist alles leicht gesagt. Ich weiß. Aber dennoch sage ich es. Immer mit dem großen Ziel, ich will nochmal neu anfangen. Ich will zur Tochter. Ich will nach Spanien und ich will einigermaßen gut leben wieder. Dann habe ich eine Prothese und dann kann ich vielleicht nicht mehr so laufen. Aber du kannst ja jetzt auch nicht mehr richtig laufen. Nein, das stimmt. So. Und du bist schmerzfrei. Ja. Liebe Hilde, ich möchte auch, dass du noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Ja, das wäre gut. Ja, mit dem Johannes. Ja. Und wenn alles jetzt so kommt wie geplant, wünsche ich dir für übermorgen, also für Donnerstag, dann toi 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 und vor allen Dingen toi 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 für die Wochen, die danach kommen. Ja. Danke. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Hilde. Ja, tschüss. Sandra, 26 Jahre alt. Ich grüße Sie. Ja, hallo Domian. Ich grüße die Sandra, so meinte ich das. Ich sieze dich nicht. Ja. Um was geht's denn, Sandra? Ja, es geht um meine gescheiterte Beziehung zu einem fast verheirateten Mann. Einen fast verheirateten Mann? Ja. Mhm. Also ich kenne den seit 8 Jahren. Ich habe mit dem zusammen seine Doktorarbeit gemacht, also ich bin Krankenschwester vom Beruf und der ist halt damals AIPler gewesen und da hat er mich halt angesprochen, ob ich mit ihm zusammen halt so ein Projekt machen könnte. Also Arzt im Praktikum war er, ne? Genau, er hat halt noch studiert. Und da haben wir das halt zusammen gemacht und die ganzen Jahre, wir waren wirklich, also es war dann eine richtig gute Freundschaft. Er hat mich dann immer mal eingeladen, dass wir mal was trinken begangen. Aber ausschließlich Freundschaft? Es gab keinen sexuellen Kontakt zwischen euch? Gar nichts. Gar nichts? Es war wirklich frei. Ich wusste, er hat eine Freundin. Ja. Das habe ich dann irgendwann rausgefunden. Und weil wir haben auch nie so über private Dinge. Es ging dann meistens wirklich nur beruflich. Mhm. So, und das ging dann jetzt 8 Jahre lang bis vor einem Jahr. Und vor einem Jahr, also wir haben uns dann so alle 3 Monate mal getroffen. Ja. Und ich habe dann auch woanders gearbeitet. Und wie gesagt, wir haben dann mal wieder ein Treffen vereinbart, durch Zufall getroffen und haben gesagt, wir treffen uns, weil er auf einem Kongress war, in einem anderen Ort. Mhm. Sag ich, alles klar, ich komme vorbei, Freitagabend. Ja. Und an dem Tag hat mein Vater einen ganz schweren Herzinfarkt gehabt, der wurde in die Klinik geflogen, der war also mehr dem Tode nahe als dem Leben. Mhm. Habe ich ihm angerufen, habe gesagt, ich kann nicht kommen, mein Vater liegt in der Klinik, sagt er gleich, er kommt auch, dass er mir beisteht und ja, und da war ich dann in der Klinik gewesen, er kam dann nicht, hab gesagt, komm nicht, bleib auf dem Kongress und das war's. Mhm. Da war ich mit meinem Vater gewesen. Wir machen es mal nicht so ausführlich. Das heißt, vor einem Jahr hat's geschnackelt zwischen euch, oder was? Ja, also dann an diesem Abend, wir haben uns dann noch getroffen, weil ich halt so fertig war und ich dachte, er ist so der einzigste Mensch, mit dem ich jetzt darüber reden kann, der mich da aufbaut oder auch versteht und weiß, von was ich rede. Und an diesem Abend ist es zu einer ersten körperlichen Nähe gekommen? Ja. Ja, das heißt, was heißt jetzt körperliche Nähe? Habt ihr miteinander geschlafen? Ja. Ja, gleich an dem Abend? An dem Abend. Ja. Aber das ging halt von ihm aus. Also ich wollte es nicht, weil er war, wie gesagt, ein guter Freund. Und ja, und du hast wahrscheinlich auch noch andere Gedanken im Kopf als Sex. Ja, total. Also ich war, weiß so, nicht. Jetzt läuft seit einem Jahr diese Beziehung. Ja. Heimlich? Nein. Nein? Also das, am Anfang haben wir uns so alle 2 Wochen getroffen und dann wurde es jeden Tag, haben wir uns gesehen. Wir sind mit meinen Freunden zusammen ausgegangen, die wussten das. Das war richtig offiziell. Ich war bei seinen Freunden mit gewesen. So, was ist jetzt, dass er fast verheiratet ist, was du sagst? Ja, wie gesagt, also er hat mit seiner Freundin oder Fastfrau ein Haus zusammen gekauft. Die hat er aber vor einem Jahr auch schon. Die hat er schon seit 13 Jahren. Ach so. Also war es doch irgendwie ein bisschen geheim. Oder weiß die Frau auch davon, dass ihr ein Verhältnis habt? Die wusste es dann nach einem halben Jahr. Die hat, also ich bin dann, weil mir das alles zu viel wurde, weil ich nicht wusste, wird das was Festeres oder nicht? Ich habe gesagt, ich ziehe weg, ich gehe dem Ganzen aus dem Weg, ich lasse ihn seine Ruhe und bin dann 300 Kilometer weiter weggezogen oder habe mir einen Job gesucht. Aber hat nichts genutzt? Naja, also am letzten Abend, wo ich dann noch zu Hause war, hat sie uns dann erwischt sozusagen. Mhm. Nicht im Flagranti, aber so gut wie. Mhm. Da war halt so alles am Verbrechen, dann hat sie ziemlich Theater gemacht, hat mich angerufen, hat Telefonterror betrieben und
Nun bist du weggezogen. Ja. Aber der Kontakt besteht weiterhin. Immer noch, genau. Immer noch. Weil er nicht loslassen kann und ich auch nicht. Was sagt er denn? Er hat eine Frau, mit der er 13 Jahre zusammen ist, die er bald heiraten will. Ne? So habe ich es verstanden, oder? Ja. Ja. Wie äußert er sich denn? Was sagt er denn? Was empfindet er zu dir oder für dich und was empfindet er für seine Frau? Für seine Frau eigentlich gar nichts. Also er ist noch Vater geworden letztes Jahr im Dezember. Ja. Und warum ist er mit ihr zusammen, wenn er nichts für sie empfindet? Wegen des Umfeldes. Also er sagt, seine Eltern, die haben ganz üblen Stress gemacht mit ihm. Die tun ihn halt auch sehr unterstützen bei dem Hausbau. Aha. Finanziell Geld. Auch, Geld. Ja. Dann ist er, wie gesagt, ziemlich angesehener Arzt in der Klinik. Haben die Eltern das denn nicht auch schon mitgekriegt, dass da noch eine andere Frau ist, nämlich dass du da bist? Nein, das hat nur der Freund seiner Schwester gewusst. Ach so. Das war der einzige Person, die es richtig offiziell von ihm wusste. Mhm. Und ansonsten so, ja, Freunde, und weitläufig. Du sagst so, fast Ehefrau. Steht denn wirklich an, dass die auch noch heiraten wollen demnächst? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Mhm. Also das stand eigentlich... Also, da ist ein Typ, der dich auch schon 8 Jahre kennt. Ja. Oder ihr kennt euch 8 Jahre und seit einem Jahr seid ihr ist da ein richtiges Verhältnis. Du bist in den Typ verliebt. Oder ja. Du liebst den Mann. Ja, über alles. Über alles. Und für dich wäre nichts Schöneres auf der Welt, als wenn ihr ein Paar würdet. Ja. Ja. Ganz eindeutig. Also wenn, ja, wie gesagt, ich war auch schwanger von ihm gewesen. Mhm. Dann hatte eine Fehlgeburt dadurch. Da war er, also, da ist eine Welt für uns zusammengebrochen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte er mir auch gesagt, seine Frau ist schwanger. Mhm. Also das konnte mir auch eine ganze Zeit lang nicht sagen. Mhm. Hör mal, weißt du, was ich aus der ganzen Geschichte immer zuhöre? Ich höre irgendwie, da ist ein Typ, der ist vielleicht ein toller Arzt, aber es ist irgendwie ein Waschlappen. Der will irgendwie die Kohle haben von seinen Eltern. Der legt sehr viel Wert auf vielleicht auf Etikette, nämlich was die Leute von ihm sagen, was die Leute auch in der Klinik über ihn sagen. Hm. Und der legt sehr viel Wert darauf, was vielleicht auch das Umfeld, das nähere Umfeld, Verwandte und die nähere Verwandtschaft sagt. Und entscheidet aber nicht nach seinem wirklichen Gefühl. Das ist ein Typ, der seine Frau nicht mehr liebt, der eine andere tolle Frau hat, die er liebt, offensichtlich. Ja. Hat er das zu dir auch schon so gesagt, dass er dich liebt? Ja, über alles. Also ich bin auch für ihn. Über alles sogar? Ja, die Frau fürs Leben. Und es tut ihm weh, wenn er mich sieht und wieder gehen muss. Ach, mir kommen gleich die Tränen. Mir kommen gleich die Tränen. Er hat es doch in der Hand. Er kann es doch entscheiden. Er kann doch sagen, ich verändere jetzt mein Leben. Ja, aber er denkt halt, wenn er jetzt eine Frau mit einem Neugeborenen sitzen lässt und... Mhm. Ja, aber was heißt sitzen lassen? Lieber da klare Verhältnisse schaffen, als in dieser Lüge leben. Er kann sich ja weiter, muss sich auch weiter um das Kind kümmern. Ja, aber er sollte nicht in dieser Beziehung bleiben. Vor allen Dingen sollte er nicht in der Beziehung bleiben, wenn er eine andere Frau hat, die er über alles liebt. Wenn er das so sagt. Das ist doch keine Art und Weise. Mhm. Und wenn er da scharf ist auf die Kohle von seinen Eltern nur wegen des Hauses... Und in dem Haus will er mit der Frau leben, die er nicht liebt und hat dann hinterher nur Stress mit der Frau. Das ist doch alles Quark und alles fürchterlich letztendlich. Ja, es ist ein ganz schlimmes Theater. Also. Der muss entscheiden. Und letztendlich finde ich, kannst du da auch ein bisschen Druck machen. Was soll ich ihm sagen? Soll ich sagen, trenn dich? Ja, ich würde es machen. Also wenn ich an deiner Stelle wäre, Sandra, würde ich das sagen, pass auf, Junge, nee. Jetzt reicht es. Jetzt müssen Butter bei die Fische. Jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Mhm. Es ist für mich, also wenn ich jetzt du wäre, ne, würde ich sagen, das ist für mich auch eine permanente Beleidigung, wenn du zu mir sagst, ich bin da der Mensch fürs Leben für dich und du wohnst aber mit der anderen Frau zusammen und führst da einen Alltag und ein Leben. Mhm. Und wir beide müssen uns verstecken. Wir können unser Leben nicht führen. Wir können nicht zusammen sein. Ist doch Mist, sowas. Hier, Junge, entscheide dich. Mach für eine klare Linie in dein Leben ein. Ja. Und wenn die Liebe echt ist und wenn du wirklich zu mir stehst, dann musst du es auch aushalten als erwachsener, angesehener Arzt, dass Mama und Papa vielleicht die Nase rümpfen. Das machen sie auf jeden Fall. So, dann müssen sie es halt machen, so ist es halt. Bloß ich leide halt auch drunter. Wie gesagt, ich hab meine ganze Familie aufgegeben für ihn, meine Freunde. Also ich bin da weggegangen, nur dass er... Unglaublich, unglaublich. Also ich wollte eigentlich Ruhe da reinbringen. Ich dachte mir, ich nehme die Distanz auf mich, dass er vielleicht seine Beziehung auch wieder kittet. Also dass ich vielleicht loskomme von ihm. Das ist ja schon fast heroisch, was du da machst oder gemacht hast. Ja, was soll ich machen? Ja, aber es hat jetzt nicht funktioniert. Das heißt, du hast ja schon so viel gemacht. Jetzt muss er was machen, Mensch. Er muss ein Zeichen setzen. Ja.
So, und wenn er das nicht macht, dann würde ich ihn auch, jetzt bleiben wir nochmal dabei, ich wäre du, auch irgendwann vor dir Alternative stellen, pass auf, ich möchte nicht das Leben lang irgendwie so am Rand deines Lebens mitlaufen. Dann gehe ich, dann suche ich mir, und wenn es mir noch so weh tut, dann gehe ich. Aber ich kann ja nicht, also er kommt ja auch zu mir, also er nimmt ja auch 300 Kilometer auf sich, er nimmt sich frei von der Arbeit. Ja, aber er bekennt sich letztendlich nicht zu dir und zu eurem Leben. Klar, ja, macht er das. Ich kann ihm auch nicht aus dem Weg gehen, weißt du? Ich er verfolgt mich ja dann auch. Ja, umso schlimmer letztendlich. Dass er die freien Zeiten, die er hat, irgendwie nutzt und auch viele Unannehmlichkeiten in Kauf nimmt, um dich zu sehen, aber letztendlich kein klares Wort zu seinem Leben sagt, in sein Leben bringt. Wie gesagt, ich habe schon versucht, da mit anderen Männern in Beziehungen einzugehen. Kannst du gar nicht im Moment. Nee, das kannst du in dem Moment erst, wo du dich wirklich von ihm verabschiedet hast. Und dass das irgendwann droht, dass du dich verabschiedest, das muss der kapieren. Das musst du ihm einfach klar machen. Ich finde, du hast ein Recht darauf zu sagen, jetzt müssen endlich mal Entscheidungen getroffen werden in deinem Leben, die dann auch zu uns führen, zu euch beiden führen. Mhm. Alles Gute, Sandra. Ja, ich danke dir. Zieh mal härtere Seiten auf, finde ich. Ja, ich versuche. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Ne? Tschüss. 0800 220 5050. Erika ist hier. Erika ist 79 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Erika. Ja. Warum hast du angerufen? Mein Sohn hat sich vor 7 Wochen aufgehängt. Unmittelbar hier in meiner Wohnung. Und da komme ich nicht drüber weg. Wie alt war der? War Alkoholiker gewesen. Ja, wie alt war der Sohn? Wie alt war der Sohn? 56. Ja. Er hat viel Schlimmes hinter sich, war im Gefängnis und alles durch Drogen und Alkohol. Aber ich habe ihn immer wieder aufgenommen. Gibt es eine Schwiegertochter auch? Nee, also die haben zusammengelebt nur. Mhm. Und zusammengelebt, die haben sich getrennt voriges Jahr. Ach so, er lebt jetzt alleine bei dir? Ja. Hast du ihn denn auch gefunden? Ja, sicher. Eine Minute später, ich habe es also nicht geahnt. Der hat es heimgekommen, war angetrunken gewesen und hat... Und da bin ich aufgestanden, habe noch Brot gemacht, weil er direkt neben meinem Zimmer wohnt. Ja. Und habe noch zu essen gemacht und war alles gut und ganz schön. Auf einmal fängt er an, den Tisch umzuwerfen, alles runterzuwerfen und alles verwüstet, gell? Alles, was ihm in der Nähe war, hat er kaputt gemacht. Ja. Richtig so Tobsuchtanfall. Ja, und dann? Und dann ist er in sein Zimmer gegangen, kam gleich wieder raus. Und in der Zwischenzeit, weil so Scherben viel gelegen haben da, habe ich mich auf die Toilette gesetzt und habe die Tür aufgelassen, was er jetzt macht. Ja. Und dann ist er gekommen und hat sich die Tür 5-6 Mal an den Kopf gehauen, sodass er getaumelt ist. Da ist er in sein Zimmer gegangen und ich habe vielleicht eine halbe Minute gewartet und bin nachgegangen, hat er schon da gehängt. In der halben Minute? In der halben Minute. Und war sofort verstorben? Der war sofort tot. Aber wie hat er das denn so schnell bewerkstelligt? Das hat er, ich nehme an, dass er das vorher gemacht hat. Und wo hat er das befestigt? An der Decke? Oder? Nein, an einem Fensterhaken. Gott. An einem Fensterhaken. Das nehme ich an, dass das schon vorher geplant war und hat das festgemacht, gell? Denn vorher war er einmal in seinem Zimmer gewesen, habe ich gesehen, dass er vom Nachttisch das Radio runterstellt. Da wollte er bestimmt da hochsteigen. Hatte er da viel getrunken auch vorher? Er hat nicht so viel getrunken den Abend. Den Abend nicht. Mein Gott, du bist eine, man kann ja sagen, noch eine ältere Frau von 79 Jahren. Ja, ja. Und wenn man dann sowas sieht, dass der eigene Sohn sich von eigenen Augen aufgehängt hat. Ja, ich verstehe das überhaupt. Was hast du denn da gemacht in dem Moment? Ja, Moment, ich habe das Messer geholt und abgeschnitten. Und dass ich überhaupt so stark war, ich weiß es nicht. Und dann ich habe ihn abgeschnitten, der ist mit dem Kopf auf den Nachttisch gefallen. Und da habe ich gesehen, dass alles baumelt. Aber nicht gedacht, dass er tot ist. Hm. Da habe ich gleich Hilfe gerufen, Polizei und Notdienst. Ja. Und da habe ich so festgestellt, dass er schon tot ist. Ja. Ich komme nicht darüber weg, ich weiß eigentlich nicht. Er war furchtbar verzweifelt in letzter Zeit. Hat keine Arbeit mehr gefunden. Ja, gell? Es hört sich so an, es war ein Mann mit sehr großen Problemen. Ja, mit also viel Problemen. Viel Probleme. Machst du dir denn jetzt auch irgendwie Vorwürfe, dass du was vielleicht... Eigentlich nicht. Weil du hast das gemacht, was man machen kann. Ich habe alles für ihn gemacht. Ich habe morgens, hat für die Gemeinde nachher gearbeitet, 5 Stunden jeden Morgen, gell, hat also Auflage bekommen. Weißt du, Erika, dass ich das ganz wichtig finde, was du gerade gesagt hast, eigentlich mache ich mir keine Vorwürfe. Das heißt,
Die Gewissenslast bist du schon mal los. Die gibt es nicht. Mhm. Du hast viel unternommen und du hast ihn sehr unterstützt. Ja. Ne? Das ist schon mal sehr wichtig. Wenn du jetzt sagen würdest, ich mache mir auch noch Vorwürfe, ich hätte das und das tun sollen, wäre die Situation noch viel schlimmer in all der Traurigkeit, die sowieso herrscht im Moment. Ja, den Abend hat er Krach gemacht und hat mich noch geschimpft. Mhm. Und da habe ich ihm auf die Backe gehauen. Mhm. Und da hatte ich auch sonst immer, also... Der hat mich so rausgefordert, ich habe gedacht, jetzt reißt du mir noch den Küchenschrank an. Ne? Ich wollte gerade sagen, er hat dir das Leben ja auch nun sehr schwer gemacht. Ja, ne? Hat er. Gell? Muss man so sagen. Aber der einzige Mensch, den ich wirklich geliebt habe in meinem ganzen Leben, der war mir näher wie mein Mann. Ja. Mein Mann ist gestorben vor 5 Jahren. Ja. Er hat noch eine Tochter, die ist 17. Und ich verstehe das. Und die Tochter hat auch angestellt und hat geweint, wie das passiert war. Mhm. Dass er nicht daran gedacht hat, dass ich so alt bin. Und noch eine Tochter hat. Ich verstehe das nicht. Mhm. Weißt du, ich finde das auch, bei aller Traurigkeit und bei allem Beileid, was ich dir aussprechen möchte, macht es mich auch ein bisschen zornig, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Du bist eine alte Frau von 79, du hast viel mitgemacht im Leben wahrscheinlich. Ja. So. Ja. Und dann tut er dir das auch noch an. Ja. Das ist schon so schlimm, dass ich so richtig Wut auf ihn habe. Ja. Ein bisschen. Ich habe mir der Ärzte mich darüber unterhalten, gell? Die haben gesagt, er wäre in eine also Affekthandlung gewesen. Er hat das ja schon länger geplant wahrscheinlich, gell? Und er hat den Augenblick gesucht. Also, wir wollen mal festhalten. Ja. Wir können ganz klar sagen, dass du keine Schuld an den ganzen Sachen trägst und dass du dir kein schlechtes Gewissen machen musst. Nee. So, das ist schon mal die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist natürlich, dass du den Verlust deines Sohnes verkraften musst. Ja. Und das verkraftet man sich so schnell. Nee, das verkraftet man vor allen Dingen nicht, wenn man ihn auf so dramatische Weise verloren hat wie du. Und es ist ja alles noch so sehr frisch im Moment, dass dir wahrscheinlich nur diese Gedanken durch den Kopf gehen. Ja. Und er hatte zuletzt wieder eine Freundin gehabt, die hat er auch voriges Jahr mitgebracht. Mhm. Und die hat auch getrunken und hat sich hier ganz übel benommen. Ja. Und da habe ich die rausgeschmissen. Also und hast er hat das eingesehen. Auch keine Schuld. Ist aber immer wieder zu ihr gefahren. Nicht? Mhm. Und am liebsten hätte sie wieder mitgebracht. Ich habe aber jetzt unten die Wohnung, wo er früher drin gewohnt hat, die habe ich geräumt. Da durfte man nicht mehr rein. Erika, hast du denn einen Menschen, dem du so dein Herz ausschütten kannst im Moment? Ich hab noch eine Schwester, aber und die ist auch mit sich beschäftigt. Wohnt ihr denn in der Nähe? Die wohnt in der Nähe, die kommt auch und holt mich übers Wochenende mal. Aber immerhin ist da ein Kontakt und da kann man reden. Ja. Und da kannst du auch offen mit ihr sein. Ich kann, kann ich offen sein. Die wissen das alles. Mhm. Das ist ja auch schon mal wichtig. Ich glaube, im Moment letztendlich mit dem Schmerz ist man immer alleine, wenn man einen Menschen verloren hat. Ja, ich habe Angst in der Wohnung drin. Ich fürchte mich in der Wohnung. Mhm. Ich sehe ihn den ganzen Tag und Nacht sehe ich ihn vor mir. Wie das gemacht hat, mit dem Kopf wieder die Tür hauen, gell? Ja. Und also komme ich nicht mehr weg. Gibt es denn einen anderen Menschen noch, der dir vielleicht helfen könnte, dass du in eine andere Wohnung ziehst? Nun ist das auch. Die sagen alle, ich soll das Haus verkaufen. Das haben wir vor 13 Jahren gekauft, hier im Westerwald. Mhm. Ich bin vom Westerwald. Ja. Wir haben in Bad Kreuznach gewohnt, ja. 40 Jahre. Ja. Aber ich bin dann mit meinem Mann hier in den Westerwald gezogen, weil ich wieder in meine Heimat wollte. Ja, das ist ja auch wichtig. Da sollte man auch nicht so weggehen. Verschiedene Leute sagen, verkauf dein Haus. Mhm. Aber ich brauche es nicht zu verkaufen. Ich habe genügend Rente. Mhm. Und ich möchte hier in mein Haus bleiben. Ich möchte es aufrechterhalten für die Enkelin. Die ist 17. Die soll das jetzt mal erben. Ja. Mein Sohn lebt ja nicht mehr. Der hat das auch nicht gewollt. Oder vielleicht könntest du in die andere Wohnung ziehen, nach unten. Und die obere vermieten. Ich sag's nur mal so, um dass ein bisschen mehr Leben vielleicht ins Haus kommt und die Erinnerungen nicht so sehr präsent sind. Ja. Nee, die ist erst 17. Die ist noch in der Lehre. Die ist in Bad Kreuznach, die Nichte. Ja. Englische. Ja. Und die kommt nicht hierher so schnell nicht. Ja, ja, ja. Jetzt verkaufen wir das Haus, wo ich mit meinem Mann gelebt das habe. Ist auch, das ist auch nicht schön. Nee, wieder in eine fremde Umgebung. Hier die Nachbarn sind so sind nett mit also, mir. Das finde ich auch eigentlich auch nicht so gut. Du bist in dem Alter jetzt nochmal irgendwo ganz woanders hin und dann alleine irgendwo hinzugehen, ist sehr schwer. Und bin auch krank. Ich habe Lymphknotenkrebs. So, Knochenschwund und liege 16 Stunden am Sauerstoffgerät. Das auch doch. Muss 16 Stunden im Bett bleiben.
So, liebe Erika, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja. Ich möchte aber, dass du mit meinem Psychologen noch mal ein bisschen plauderst und redest. Ja. Vielleicht hat der Johannes auch noch eine Idee, dass du doch noch mehr Kontakt zu irgendeinen Leuten... Ja, an den Menschen, die vielleicht dasselbe Schicksal haben. Sowas. Dass du nicht so alleine bist damit und dass man mehr reden kann. Ja. Und wenn sich bei uns Leute melden, die gerne Kontakt mit dir hätten, stellen wir den Kontakt natürlich sehr gerne her. Ja. Machen wir das so, Erika? Ja. Dann legst du auf und der Johannes ruft dich gleich an. Gut, ist gut. Alles Gute. Also auflegen. Auf Wiederhören, auflegen, ja. Tschüss. In der Technik war Gunther Paperitz und morgen heißt unser Thema In der Zwickmühle. 1 Uhr Radio 1 Live und 1.15 Uhr sind wir im Fernsehen. Gute Nacht, tschüss.